Wir hatten im ersten Bauabschnitt die wunderschöne Sauna errichtet, den Stadionbereich erneuert und im zweiten Abschnitt im letzten Jahr die Tribüne. Die war baufällig geworden und sie erstrahlt schon Ende der letzten Saison im neuen Glanz. Was noch ausstand, und das haben wir jetzt in dieser Winterperiode angegriffen, unmittelbar nach dem Schluss der Sommerbadesaison, die Sanierung der Becken, die Sanierung der gesamten Technik und in dem Zusammenhang auch einige Neuheiten. Die können Sie nachher selber sehr viel besser sehen. Ich habe schon einen Rundgang gemacht. Ich muss sagen, ich bin begeistert darüber. Ich kenne es ja. Früher waren das halt 5 Badebecken hintereinander gereiht, in etwas baufälligem Zustand schon. Die Badewasserflache war es 50 cm drunter, also wenn man da geschwommen ist, hat man den Beckenrand gesehen. Wenn man das heute sieht mit den neuen Edelstahlbecken und schwimmt dann, dann hat man einen Ausblick auf die gesamten Liegeflächen. Vielleicht auch dazu etwas, wir standen ja vor der Überlegung, eröffnen wir das Bad jetzt noch bei dem schönen Wetter, gut, das wusste man nicht, dass so schön wird, aber vor den Pfingstferien warten wir dann, bis der Rasen schön eingewachsen ist, schonen den die nächsten 4 Wochen oder stellen sie jetzt bereits zur Verfügung. Ich glaube, das ist richtig, jetzt zu eröffnen und halt zu sagen, habt bitte Verständnis dafür, liebe Badegäste, der Rasen ist erst in 14 Tagen, 3 Wochen voll nutzbar, ist dann erst eingewachsen. Aber ihr könnt einen großen Teil dieses wunderschönen Schwimmbads schon nutzen und ihr könnt vor allem die neu hergerichteten Becken nutzen. Und wir haben jetzt statt der 5 Becken, 3 Becken, die modernisiert sind, ein FKK-Becken. Das ist im Übrigen das einzige in den 18 Münchner Bädern. Ein Becken für die Schwimmer und ein Nichtschwimmerbecken. Und was wir vor allem neu geschaffen haben, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man im frühen Alter bereits Lust hat, ins Schwimmbad zu gehen und nicht nur schwimmen zu lernen, sondern auch sich da zu vergnügen als Kind, weil dann lernt man leichter schwimmen, spielerisch, ist, dass wir wirklich ein Paradies für Kinder geschaffen haben. Ich nenne es einfach mal so, mit einem Spielplatz, mit einem riesen Planschbecken. Und ich will bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, auch Kinder bis 6 Jahre kommen bei den Stadtwerken kostenlos rein. Wir halten das für eine ganz wichtige Aufgabe, dass Kinder im frühen Alter sich an Wasser gewöhnen, schwimmen lernen. Das hilft für ihr ganzes Leben. Und deswegen haben wir hier einen großzügigen Kinderbereich ausgebaut. Ich habe schon davon gesprochen, dass solche Sanierung und Modernisierung Geld kosten. Und das meiste Geld, das ausgegeben wird, das sieht man gar nicht, weil das geht in die Badewassertechnik. Es wird nachher eine Führung geben, da kann man sich das mal anschauen, was man sonst als Badegast nie sieht, wie aufwendig das doch ist für diese Wasserqualität, die notwendig ist, wenn Tausende von Besuchern an schönen Sommertagen kommen, was da für ein Aufwand getrieben werden muss. Und halt wenn mit Wasser etwas in Berührung kommt, dann ist nach unseren Erfahrungen alle 35 bis 40 Jahre spätestens eine Sanierung dessen, was im Untergrund ist, notwendig und das kostet viel Geld, aber das muss man dafür ausgeben, sonst wird man irgendwann eine Wasserqualität haben, wo das Gesundheitsamt dann sagt, nee, da dürft ihr nicht mehr rein. Insgesamt eine gelungene Sanierung, ein herrliches Bad, wenn der Rasen eingewachsen ist mit dem alten Baumbestand, dann kann man all denen, die hier kommen, nur gratulieren, ich gehöre selber dazu und freue mich darauf, das wieder zu nutzen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Besichtigen Sie das, genießen Sie das und kommen Sie oft genug wieder in dieses wunderschöne, neu errichtete, neu hergestellte Dantebad.